Und noch Sisal. Sibylja, Sisal ist da hinten. Ist da. So, ich kann ja jetzt nur verkaufen. Oh, ja, super. Die haben selber. Die brauchen den Kram nicht. So, wieder 2000. Yay. Das ist schon allein das Rüberfahren kostet Geld. Logischerweise. Die britische Ostindien-Kompanie. Aha. In England entsteht die britische Ostindien-Kompanie durch einen Freibrief Königin Elisabeths und dem Namen Gouverneur von Company of Machina Malabumbal of London trading into the East Indies. Bitte was? Dabei handelt es sich um ein Konglomerat. Oh, habe ich noch nie gehört. Also schon das Wort, ja, aber ich weiß nicht, was es ist. Ein Konglomerat. Hey, was für ein Rat? Von über 100 unternehmungslustigen Kaufleuten und Anteilseignern, okay, denen durch den Freibrief ein Monopol zunächst 15 Jahre über den Indienhandel zugesandt wird. Schön, dann sollen die doch mit Indien handeln. Freut mich doch. Viel Spaß auf der schönen Seidenstraße. Schau diesem Konvoi mal in die Bücher. Nee. Gott, ja, es macht auch keinen Sinn, nicht wirklich, ne? Ich verschenke das euch schon. Ja, ja! Wow! Wir sind bei 119.000 Minuten. Da kommst du nicht mal raus, ey. Das kannst knicken, ich hab noch 11. 11 Ladungen Blödsinn mit. Ach du Scheibe. Also natürlich, wir haben jetzt eigentlich, ja, das ist auch leer. Hier können wir noch ein bisschen was verkaufen. So, und damit sind wir pleite. Pleite, la la. Na super. Warte mal, ich guck mal im roten Buch. Nee, haben wir jetzt roten. So, dann weise ich die jetzt auch zu. Route löschen, tralala. Zuweisung lösen. Okay, achso, was ich zuweisen mag. Route zuweisen. Ja, das ist vollkommen egal. Konvoi verteilen. So, ja, dann viel Spaß beim Fahren. Bin ich mal gespannt, was die Routen hier gleich treiben. Also hier ist unser Cleaner. Der Cleaner hat 100 Sachen mit 100 Bananen. Ach, schon mal gut. 100 Bananen, die kannst du gerne verkaufen. Oder was auch immer damit tun. Das meine ich, wir haben Weizen, Bananen, die wir selbst produzieren. Das ist das einzige Gut, was wir jetzt gerade noch haben. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich glaube, nee. Komm mal her. 10.000 minus. Ja, moin. Guck mal, ob wir jetzt hier irgendwo verkauft kriegen. 100 Weizen, Bananen. Ja, haben wir auch genug. Ja, aber guck mal, ein bisschen Weizen hier, Mensch. So, das ist das Einzige, was wir haben. Weizen, Bananen. Ja, wunderbar. Nein, mein nur. Da können wir es hier ein bisschen verkaufen. Erstmal. Also aus Miese rauskommen ist immer gut.
Ah, wunderbar. Die nehmen erstmal Weizen ab. Nehmt auch ein paar Bananen. Wunderbar. Fahren wir mal zur Krone. Ja, ein anderes Schiff kommt auch jetzt vorbei und holt ein bisschen was ab. Hm, die würden auch Weizen nehmen schon mal. Das ist gut. Und ein paar Bananen. So, anderes Schiff ist auch da. So, da hole ich auch nochmal ein Bad aus dem Lager. 200 Dings, wow. Bitte was? Ich fahre mal hier rüber. Ein anderes Schiff in die andere Richtung. Wo ist das hin? Okay, das fährt da hinten rechts rum. Ich fahre jetzt mal hier links ein bisschen weit weg. In der Hoffnung, dass es A ein bisschen näher liegt. Und die irgendwann noch hinkriegen. 139.000. Alter. Es wird nicht besser, oder? Okay, 9.000. Und wieder los. Du könntest mal eine Route mitmachen. Ne? Im Grunde. Na, Junge! Triff doch mal das Ding. Kann ich da oben auf die Fahne oder so? Warte mal, kann ich den hier auch noch was verkaufen? Holz haben wir noch da liegen. Zucker. Also sonst was im Lager rumfliegen. Alte Zeug. Hä? Meine, wir müssen ein bisschen runterkommen von dem Kram, ne? Sehe hier immer die hinten die Zahlen und denke, da habe ich was. Weil es im dritten Teil so ein bisschen war, ne? Okay. Ja, das ist erstmal gewesen. 200 hast du hier geladen. Ja gut, wir haben jetzt so 20.000, 30.000 wieder gut gemacht. Ich verscheuere das Zeug gerade, ey. Aber das Problem ist, die sind ja mit Weizen voll gepumpt. Ja, guck mal, Eilen oder irgendwas. Oder Holz. Ja, wow. Und ab Holz haben die auch genug, oder? Ich versuche jetzt die Waren loszuwerden, die wir irgendwie da haben. Produziert, gelagert, whatever. Um irgendwie noch in den Fluss. Oh, Alter, hör doch mal auf, irgendwo noch hinzufahren, wenn du schon da bist. Ein bisschen was wegkriegen, ne? Und damit vielleicht auch die Chance haben, Dings zu machen, also 1 plus zu kommen. Gibt's eigentlich in den Tavernen auch wieder Händler und so? Ich bin gerade am überlegen. Und damit kann man immer auch noch mal gut raus aus dem Minus. Mit den Händlern. In den Tavernen und so. Gut. Ja, und ab nach Hause. Warte mal, ich versuche mal eine
In Taverne zu schauen, habe ich noch nie gemacht. Aber hier war doch irgendwo eine Taverne, ne? Marktplatz, Marktplatz, ne? Ich weiß, dass es hier eine Taverne gibt, aber wie sieht's aus? Das ist die Kirche. Das ist ja die Stadt.